Hallöchen und willkommen zurück bei Farmers Dynasty. Wir haben in der letzten Folge dann doch noch den Kuhstall, glaube ich, schon erledigt und die Eier auch eingesammelt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schaue nochmal nach, aber ich bin der Meinung, wir hatten das erledigt, oder? Ne, hatten wir nicht. Dann hatten wir anscheinend nur geschlafen. Ist jetzt nämlich für mich eine neue Aufnahmerunde. Und noch nichts weiter gemacht. Gut, dann machen wir das direkt nochmal, denn heute ist ja eigentlich auch der Tag, an dem wir dann bei diesem Pilzsammel-Event teilnehmen können. Ah, da bin ich mal gespannt, was es dort gibt. Oh. Was es dort gibt. Vielleicht geben ja auch die Kühe von ja, Tag zu Tag oder von Woche zu Woche ein bisschen mehr Milch ab. Die haben jetzt zum Beispiel, jede Kuh hat jetzt 3 Mal Milch gegeben. Vielleicht erhöht sich das ja immer mal so ein bisschen. Die jetzt nur 2, okay, wir haben 33 Tonnen, na Quatsch, 33 Tonnen Milch aus 4 Kühen innerhalb von 3 Tagen. Nein, 33, ja. Behälter Milch. Und wie viel haben wir hier drin? 960. Ach doch, das war ja noch... Das hatte ich ja schon nachgeschaut. Das hat sich noch nicht weiter erhöht. Na gut. Ich habe jetzt auch die Hintergrundmusik wieder ein bisschen eingeschaltet. Ich glaube, die können wir tatsächlich noch ein kleines bisschen... So müsste es passen, oder? So. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, aber das müsste gehen. Das werde ich nach der... Ich hätte es natürlich vorher testen sollen. Ich hatte vorher... Ich wollte es testen, habe die Musik angemacht, aber es kam die ganze Zeit keine. Und jetzt geht's aber wieder los. So, dann schauen wir noch mal kurz bei unseren Hühnern vorbei. Der Hahn sitzt heute gar nicht draußen. Na gut, kommt ganz gut an bei euch, das gefällt mir. Und dann werden wir das auch noch weiter zocken. So, also davon unabhängig, ne? Ob das jetzt bei euch gut ankommt oder nicht, ist mir nicht egal, aber... Ich muss Spaß dran haben, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe oder keinen Spaß mehr habe, dann... Aber da muss mich im Spiel schon wirklich sehr abfacken, dass das passiert, also... Und soweit ist es noch lange nicht, also keine Angst. Ich habe auch schon viel im Voraus aufgenommen, jetzt ist glaube ich erst die 3. Folge erschienen, ich habe jetzt schon 12 oder so noch aufgenommen. Ah, grüß dich. Na Chef, alles klar mit den Damen? Benehmen die sich? Ja, ne? Alles gut, wunderbar. Zack. 246 Eier. Läuft. So, dann können wir noch... Hier machen wir wieder zu. Nicht, dass die Kühe zu viel Freiheit genießen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in unserem Gewächshaus noch vorbei, ob da noch alles im grünen Bereich ist. Laut Anzeige. Ja, sieht gut aus, ne? Glaube ich, auch noch nichts gewachsen. Von außen irgendwo reingucken, hat man immer sofort das Gefühl, man ist selber ein Spanner. Auch wenn es nur bei einem Gewächshaus ist, in dem Pflanzen drin stehen. Das ist trotzdem das Gefühl so ein bisschen merkwürdig. So, gut, dann haben wir alles, dann schnappen wir uns unseren Pickup und fahren mal direkt zu der Stelle. Mit dem Event, das war ja direkt hier oben, das ist ja gar nicht so weit, da hätten wir auch eigentlich hinlaufen können, aber... Ja, komm. Bisschen CO2 in den Wald blasen, das geht immer. Huch. Ach, verdammt, ich... Ja, ich glaube, die Fälle gehören noch keinem. Ich hätte wieder vergessen, dass das ja gar kein Weg war, sondern bloß der kurze Weg zum Feld. Ach, guck mal, da stehen schon welche. Okay. Ja, ich sehe es ein. War vielleicht nicht notwendig, hier mit dem Auto herzufahren. Ich pack das mal hier am Sonnenblumenfeld. Sind die einzigen mit dem Auto, die hier dekadent angefahren kommen. So. Nach Pilzen suchen. Ja, ich würde sagen. Ach so, geht schon los. Okay, cool. Nice. Einen haben wir schon. Da ist noch einer. 2. 3 Minuten Zeit. 3 Minuten. Das für eine krumme Zeit. War das jetzt 3,20? 3,15 oder so? Zu sammelnde Pilze 8 noch. Also 2 haben wir schon. 10 muss ich sammeln, oder wie? Und wer als erstes 10 zusammen hat? Okay, das finde ich ganz cool. Das lockert die ganze Sache wieder ein bisschen auf. Das gefällt mir.
Und dann können wir eigentlich auch die Folge direkt dazu nutzen, wenn wir jetzt schon nach Pilzen suchen, dass wir danach mal nach so ein paar Schatztruhen suchen. Wovon ich aber noch ausgehe, dass die Schatztruhen sowas wie, ja, wie unsere Schatztruhe auf dem Dachboden, so Ringe und so ein Kram beinhalten, den wir dann irgendeiner Frau schenken können. Ja, aktuell... Da ist einer, oder? Nee. Sind die auch im Feld versteckt? Glaube ich nicht. Okay. Verdammt. Das Problem ist, ihr seht's, man sieht's nicht unbedingt. Ach komm, schon wenigstens. Ich hätte gedacht, das packen wir locker, weil die Events meistens in solchen Spielen nicht so schwer sind, aber in dem Fall sehe ich einfach nichts. Ich gehe auch mal von aus, dass hier immer mal wieder was stattfindet, dass es nicht das einzige Event ist. Also denke ich mir, jetzt weiß ich nicht, aber ich denke das mal. Fuck. Da. Nee, doch nicht. War wieder... Ach, shit. Bin ich vielleicht schon verkehrt? Hätte ich eher zwischen den Bäumen rumrennen müssen? Geh nochmal zu den Bäumen. Ich hätte ja auch die ganze Zeit schon sprinten können, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie originalgetreu hier die Pilze verteilt wurden. Aber ich denke mal, die können überall stehen. Es fing gut an, es fing sehr gut an. Direkt einen vor der Nase gehabt, dann noch ein paar Meter weiter direkt der zweite. Und seit 2,5 Minuten ist hier komplett Ebbe. Schade. Bin ich ein bisschen traurig, dass das gerade nicht so gut läuft. Sind wahrscheinlich auch genau die Ecken, an denen keine Pilze wachsen. Ich glaube, wir schaffen das nicht mehr. Oh, verdammt. Oh, das ist doch nett animiert. Das gefällt mir. Hast du hier noch irgendwo einen Pilz? Zeig mal deine Füße. Hallo. Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Viel? Bla bla. Gescheitert, ja. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Du hast nicht genug Pilze gesammelt. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ich kann nicht... Jetzt geht's wieder. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Da hinten stehen doch noch die Leute rum. Kann man nochmal dran teilnehmen? Das wäre cool. Was kostet hier so ein Feld? Alles klar. 58.000 für die, die es jetzt zu schnell ging. 58.000! Nur die Hälfte mit den Sozialpunkten da irgendwie... Aber, ja gut. Ich würde das jetzt direkt nochmal probieren. Das scheint nochmal zu klappen. Zumindest stehen die Leute noch rum. Unser Auto steht ja auch noch hier. Eines Tages wird alles anders sein. Och, cool, geht nochmal. Aber der Pilz von vorhin ist natürlich jetzt schon weg, den ich hier gesammelt hatte. Er stand ja irgendwo. Nee, da ist er. Da ist wieder einer. Ich weiß aber auch schon nicht mehr, wo der zweite stand. Von daher gehen wir jetzt mal in eine andere Richtung. Ach, immer noch. Ach, guck mal, zusammen die Pilze 7. Also zählen die von gerade eben wohl mit? Vielleicht auch eher diese freien Flächen, dass man sie auch sieht. Weil die anderen, die wir bisher gefunden haben, die waren ja auch eher auf so einer freien Fläche und nicht unbedingt da mitten im Gestrüpp. Okay, also wir machen das jetzt so lange, bis wir die restlichen Pilze gefunden haben. Könnte auch sein, dass das gerade ein anderer Pilz war als der von vorhin.
Falls es immer wieder derselbe ist, der dort auftaucht, dann machen wir das noch 7 Mal, dann nehmen wir den jedes Mal mit. Aber... glaube ich nicht. Ich glaube, das war doch ein anderer. Das kann doch nicht sein. Scheiße, ey. Langsam fühle ich mich so ein kleines bisschen vom Pech verfolgt. Geht noch? Wahrscheinlich so in 2, 3, 4 Runden. Artet es dann so langsam in Hass wieder ein bisschen aus, aber noch geht's. Gibt's doch nicht, dass hier gar keine rumstehen? Da ist einer. Jawohl. Immerhin auch wieder 2. Auch meine Tastatur steht Information. Wenn es hier einen gibt, dann muss es hier bestimmt auch noch irgendwo einen zweiten. Ha, na sowas. Da. Jetzt geht's los. Nice. Ach guck, noch einer. Oder? Ja, nur noch 3. Ich glaube zwar nicht, dass wir das noch in der Runde schaffen. Aber immerhin, immerhin. Jetzt hatten wir doch mal Glück. Die haben ja einfach 2 Bäume ineinander gesteckt, glaube ich. Na gut. Ich sollte mich vielleicht dann doch eher an den Bäumen halten. Mehr Glück beim nächsten Mal. Okay, jetzt dauert es anscheinend wieder, bis ich mich bewegen kann. Achso, immer nach dem Springen ging es dann wieder mit dem Laufen. Ich nehme da jetzt nochmal dran teil. Wo war denn das? Genau. Direkt vor uns. So, 3 Pilze. Muss doch möglich sein, irgendwo nochmal 3 Pilze zu suchen, zu sammeln, zu finden. Es könnte sich zum Positiven. Ja, nee, da war das vorhin ein anderer Pilz, denn hier steht keiner mehr rum. Das ist sehr beunruhigend. Ach, guck. Tages wird alles anders. Stehen die hier alle rum oder was? Das wäre witzig. Nimm mit. Er wollte nicht. Ach, ihr macht gar nicht mit. Hm. Wartet nur, bis der neue Dumme aus dem Dorf hier alle Pilze gesammelt hat. Na gut. 2 noch. Wird ja womöglich sein, jetzt noch die letzten 2 hier zu finden. Vielleicht ja eher an den Birken dort drüben. Lass uns da mal hingehen. Komm schon, 2 Minuten noch für 2 Pilze. Auch nicht. Ach, ärgerlich. Ja, aber die wir bisher gefunden haben, die waren immer nie zwischen dem Gras direkt, sondern hatten so ihre eigene kleine Gegend, in der ringsrum kein Gras wuchs. Mann. Ist das da einer? Nee, sah von Weitem nur so aus.
Ja, okay, hier wahrscheinlich dann eher nicht auf dem Hof. Ja, wobei, kann natürlich trotzdem, aber ich glaub's nicht. Komm nochmal so ein Glück wie in der letzten Runde, dass wir da nochmal so einen Haufen Pilze finden. Weil wenn der, ich denke mal, spätestens wenn der Tag vorbei ist, hat sich's eh erledigt mit dem Event. Aber es ist ganz cool, dass man mehrmals dran teilnehmen kann. Jetzt, so wie ich das sehe, innerhalb von einer Runde alle Pilze sammeln, könnte echt schwierig sein. Ich hatte ja vorher immer mal schon welche aufgelesen, wenn wir welche gefunden haben, aber das waren jetzt nicht die Massen und nicht in der Gegend, in der das Pilzevent hier stattfindet. Warte mal, wo ging es nochmal zum Pilzevent? Ich will jetzt nicht zu weit weg. Ja, okay, in die Richtung. Gehe ich nochmal hier kurz durchs Feld. Da so hin. Kommt man hier hoch? Ja. Pilze 11. Wir packen es wieder nicht. Ich gehe kaputt. Nur noch 2. Okay, wenn man springt, dann kommt man da direkt raus und kann weitermachen. Jo, dann zurück, wieder annehmen und nochmal neu. Das überrascht mich nicht. Hier ist einer. Ich hoffe, es wird sich eines Tages ändern, nach all dem. War doch gerade irgendwo der Trigger dafür, zum Annehmen. Das erzählen Sie uns. Ich konnte das doch gerade hier... Weh, der nimmt den Pilz jetzt dort links mit. Oh, Gott sei Dank. So, einer nur noch. Vielleicht ist hier wirklich in der Nähe direkt noch einer. Auch wieder einer. Spawnen die hier jedes Mal neu oder was? In 20 Minuten 100 Euro und doppelt so viele Sozialpunkte. Okay. Okay, man muss springen, um dann wieder aus dem Bildschirm zu kommen. Okay, die spawnen jedes Mal neu anscheinend. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht hier so weit rennen brauchen jedes Mal. Na gut. Dann schönen Tag noch, Leute. Moment, warte mal. Ist hier diese Nelly dabei? Ist die das dort hinten? Die könnte das sein, oder? Ja, wobei, die hat eine Brille auf, aber eine ähnliche Frisur. Luna. Lasst uns reden. Lasst uns reden. Guten Morgen. Luna ist auch ein schöner Name. Alter, es geht wieder los. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. Spar es dir. Ich kenne dich nicht. Noch nicht. Ich bin hier der Bums-Jordi. Hi. So. Guten Morgen. Meine Liebe, du bist so schön wie ein sonniger Morgen. So schön, das zu hören. Danke. Kein Ding, vielleicht ist ja die andere, die Nelly, ihre Schwester. Hallo. Sie sehen sich recht ähnlich. Guten Morgen. Grüß dich. Wir haben uns heute noch gar nicht gesehen. Keine Blume ist so schön wie du. Ich weiß gar so nicht. So schön, das zu hören. Blabla, ich überspring mal den Scheiß. Vielleicht gibt's ja irgendwo... Guten Morgen. Du bist... Schön. Das kennen wir ja schon alles, die ganzen Sprüche. Hi. War ja klar, dass der noch fehlt. Den kennen wir noch nicht. Hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Das ist so süß von dir, du bist wirklich... Frag mich halt, wie oft muss man das machen? Guten Tag. Guten Morgen. Du siehst heute so hübsch aus. Schön zu hören.
Ich lüge gern. Clara. Ach nee, ich wollte gerade sagen, Herbert. Luna. Was? Ja, also. Guten Tag. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Sie sehen nicht so gut aus. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut. Danke. Haben Sie ein paar Landwirtschaft? Ernte nur nicht, während es regnet. Sonne und trockenes Getreide sind am besten. Jo, das kenne ich. Du siehst so... Das ist so süß. Weiß halt nicht, ob man irgendwo nachsehen kann. Huch! Ich so aus, als ob es mich deine Frau oder was? Das ist sehr beunruhigend. Naja. Gut, Nelly war es nicht, dafür war es Luna. Also Luna und Nelly haben wir schon mal an der Angel, kann man sagen. Die haben angebissen, da geht auf jeden Fall bald mehr. So, jetzt gucken wir mal noch ein bisschen uns nach irgendwelchen Schatztruhen um. Wo fangen wir denn an? Ja, können wir direkt hier beim Hof mal anfangen. Ich würde jetzt sagen, dass bei jedem Hof vielleicht irgendwo eine rumsteht. Achso, das geht nach innen auf. Nicht wie alle anderen nach außen. Tag, Herr Nachbar, ich guck mich hier bloß mal kurz um. In die Häuser kann man ja nicht rein. Das geht leider nicht, okay. Aha! Ha! Wo ist er? Nee, keiner. Herr Nachbar, ich bin gleich weg. Ich guck hier nur, ich kontrolliere hier noch was. Alles gut, Sie können mir vertrauen. Also hier schon mal nicht. Oh, hallo. Wer sind Sie? Kennen wir uns schon? Bist du Clara? Nee, das ist Becky. Becky. Becky bück dich. Nein, entschuldigt. Ich könnte ihn ja eigentlich... Oh, Becky ist nicht so begeistert. Ich könnte ihn ja einfach so von jedem hier die Gebäude reparieren, ohne dass sie mich fragen. Oder ich nachfrage, ob ich was machen kann. Der Samariter der Gegend. So, gut. Also hier gab es nirgendwo etwas. Das merken wir uns. Was ist das hier eigentlich, das Gebäude? Kann ich hier auch irgendwas machen? Nee. Nee. Da geht nichts. Okay. Ach ja, hier gab es ja die ganzen Materialien. Keramikdach. Ich hätte auch Bock, irgendwas zu kaufen. Bitumendach. Leichtbetonziegel. Was ist das? Betonputz? Feinputz? Metall? Was kostet denn das hier? Auch 400? Oh, nein! Fuck! Shit. Den Kram kriege ich doch nicht hinten drauf, oder? Da gibt es doch diesen einen Wagen, bei dem so aussieht, als ob der irgend so eine Vorrichtung hat, womit man... Na, wobei? Moment, das probieren wir jetzt mal. Nimmt er die jetzt auf, oder... Also ich kann E drücken, ich drücke auch E, aber... Ah! Die
habe ich jetzt in der Hand irgendwo, oder? Umbauen. Na doch, ich habe jetzt welche dabei. Rotes Metalldach. Oder rote Metalldachplatte. Mein Gott. Mhm. Na gut, dann wissen wir, dass wir da schon mal was haben. Da sind noch ein paar da. Noch ein paar hundert, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir damit kommen. Komm, wir gucken da direkt mal nach. Das ist ja nicht weit weg. Wir sind einmal in der Nähe. Ich weiß, wir wollten jetzt nach Schatztruhen suchen. Machen wir dann in der nächsten Folge direkt weiter. Da haben wir ja geguckt. Shit, ich dachte, da kommt nochmal ein Menü. Ich wollte das nicht direkt kaufen, nicht für so viel Geld. Ich dachte, da kommt nochmal ein Menü, wie viel ich denn kaufen möchte. Aber anscheinend, ja, vielleicht muss man, oder reicht, wenn man das einmal kauft und dann kann man damit den Hof oder ein Gebäude irgendwie mit abdichten. Ich würde das auch direkt bei unserem Hauptgebäude, bei unserem Wohnhaus machen. Scheiße. Oh, grüß dich. Ja, komm rein. Abendbrot. Sehr gut. Doch direkt was für einen Grillplatz. So. Okay. Gut, dann müssten wir erstmal wieder ein Gerüst irgendwo platzieren. Ah, da ist, wie ist der Kater nochmal? James. James geht's gut. Da komme ich hoch, gut. So. Ah ja. Wobei die roten Dachziegel vielleicht doch geiler gewesen wären, oder? Aber es geht. Dann ist hier wenigstens was drauf, dann sieht es von Weitem gut aus. Acht Platten gingen jetzt weg. Also das Dach kriegen wir auf jeden Fall fertig. Da könnte ich theoretisch wahrscheinlich sogar noch eine Scheune mit fertig machen, aber... Ja, da hätte ich ja doch lieber die richtigen Dachziegel drauf gehabt. Vielleicht kann man das später nochmal abändern, dass man sagt, gut, man hat ein anderes Material in der Hand, dann gehe ich nochmal aufs Dach, baue den neuen Kram drauf und dann ist gut. Und die anderen beiden Teile noch, ja, und dann hätten wir zumindest das Dach äußerlich schon mal verschönert. Wobei es geht, oder? Wir schauen uns das mal von unten an, wie die Geschichte dann aussieht. Und wir haben dann sogar noch 36 da. Gut, das reicht jetzt auf keinen Fall für ein Dach. Da hinten müssen die anderen Ziegel drauf, das ist damit schon... Da können wir direkt mal gucken, ob wir das theoretisch tauschen könnten. Also ob das dann auch geht. Nehmen wir das Gerüst so lang wieder weg. Wenn wir sagen, das gefällt uns nicht, er sieht schon scheiße aus, oder? Gefällt mir echt nicht. Verdammt. Naja. Ich brauche ein Gerüst mit einer Leiter. Ach shit. Jetzt passt es hier nicht mehr hin. Was ist denn das eigentlich? So. Ah ja, okay, das kann man einfach ändern, wenn man sagt, man nimmt was Neues. Ja, wobei von Weitem weg, je weiter wir weg sind, desto besser sieht es aus. Und am besten sieht es aus, wenn wir das Gebäude gar nicht mehr sehen. Ja, na gut, okay. War ein Fehler. Draus gelernt, hoffentlich. So, Moment, ich wollte mir die Geschichte hier drüben nochmal anschauen. Was ist das? Kann ich damit noch was machen? Nee, das sieht nur gut aus. Das steht hier irgendwie rum. Ich habe keine Ahnung, wofür das mal früher verwendet wurde, was man damit gemacht hat. Vielleicht weiß das jemand von euch. So, ja. Wie sieht's hier aus? Kann man gucken, wie weit er schon
Nö. Ja, 25% gedüngt, 4.500 Liter oder Kilogramm Mist bräuchten wir noch. Dann können wir das fertig machen. Da sind 960 drin. Das, was? 1% ist das nur? 1% Mist gelagert, das heißt 1000 Kilogramm 1%. Ich krieg da 100.000 Kilogramm Mist, können wir ansammeln. Okay, das ist viel, aber man braucht ja auch viel, ne, zum Düngen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.